Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute bin ich im Marineland in Antilles in Frankreich. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute bin ich im Marineland in Frankreich. Ja, was habe ich überhaupt mit Delfinen oder mit Orcas zu tun? Hier sind nämlich die letzten Schwertwale auf dem europäischen Festland. Nun, natürlich nicht so viel wie mit Elefanten, aber ein klein wenig habe ich doch mit Meeressäugern zu tun. Bereits 1998 habe ich während eines Tierpflegerpraktikums im Zoo Duisburg mit den Delfinen gearbeitet. Außerdem habe ich Delfinhaltungen besucht auf der ganzen Welt von Georgien bis Las Vegas und auch habe ich Delfine und Wale im Ozean beobachtet. Mein erstes Mal, dass ich Delfine im Ozean gesehen habe, das war zufällig. Ich bin in Griechenland gewesen und auf einer Fähre von Santorini nach Naxos oder Paros gefahren. Das war 1997 oder 1998 und da habe ich Delfine zum ersten Mal dann im Meer, im Mittelmeer gesehen. Später war ich dann auf Teneriffa, da habe ich 2009 auch die Orcas im Loro Park gesehen auf Teneriffa, aber ich war auch Whale Watching machen und habe da auch Pilotwale und große Tümmler bei den Kanarischen Inseln gesehen. Und dann im Jahr 2019 war ich in Kalifornien und habe von der Golden Gate Bridge aus Buckelwale beobachtet und Buckelwale gesehen. Und in San Francisco, da habe ich natürlich auch kalifornische Seelöwen gesehen am Pier 39. Nun, und jetzt bin ich hier im Marineland in Antilles in Frankreich, denn dies sind die letzten Orcas auf dem europäischen Festland. Dann gibt es nur noch Orcas im Loro Park auf Teneriffa in Europa und diese Tiere sollen im Januar nach Japan umgesiedelt werden. Ein Grund, diese Orcas doch noch einmal zu besuchen. Ja, schauen wir uns einmal das Marineland in Antibes an, das man als ehestens noch mit dem Delfinarium Harderwijk vergleichen könnte in den Niederlanden. Also dies hier ist das Show-Delfinarium, in dem eine Gruppe von großen Tümmlern gehalten wird. Es gibt noch ein zweites Delfinarium. Hier die größten Seelöwen und die kleinsten Becken. Hier die Stellaschen Seelöwen, auch ähnlich wie in Harderwijk eigentlich. Hier das Showbecken der kalifornischen Seelöwen und hier ein paar junge Tiere, ein paar junge Seelöwen. Ja, das hier ein Brillenpinguingehege aus Beton. Meeresschildkröten gab es auch in einem Becken zu sehen. Das hier war ein sehr schöner Haitunnel, einer der besten, die ich bisher besucht habe, meiner Meinung nach. Ein schöner, langer Haitunnel, wo man wirklich ein tolles Erlebnis haben konnte mit den Haien. Ja, das hier ist die Delfinlagune, auch wieder für große Tümmler. Und das ist eine andere Gruppe als die, die in dem Show-Delfinarium gehalten wird. Das hier ist die
Delfin Lagune. Ja, hier ist ein Becken für Seehunde zu sehen. Und dies hier ist ein zweites Gehege für Brillenpinguine, aber ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass dies früher einmal ein Eisbärengehege gewesen ist, was man auch an dieser großen Tür dort leicht erkennt. Nun ist es aber das zweite und deutlich bessere Brillenpinguin-Gehege. Ja, und das Highlight des Parks, das sicherlich auch die 40 Euro Eintritt bedeutet, das sind eben die Schwertwale, die Killerwale oder Orcas. Ja, das hier ist das Hauptbecken, das Showbecken, in dem die Orcas gehalten werden. Insgesamt ist das Valarium im Marineland Antibes mit 32 Millionen Litern Salzwasser nach meiner Recherche das größte Valarium der Welt. Das hier ist das hintere Becken, sozusagen das fünfte Becken. Und hier sieht man jetzt den Medical Pool ganz links. Der liegt zwischen dem Showbecken und dem hinteren Becken. Hier von dieser Position aus eben links hier zu sehen. Daneben in der Mitte, da ist ein weiteres Separierungsbecken. Und ganz hinten rechts, da ist ebenfalls auch ein rechter Separierungspool. Das sind die etwas kleineren Pools. Und da hinten sieht man noch einmal das große Showbecken. Und ja, die Show beginnt. Ja, kurze Info, es gibt drei Orcas, drei Schwertwale im Marineland in Antibes, Frankreich. Und das große Männchen Inoke, das ist 24 Jahre alt und war außerhalb der Shows von den zwei kleineren Orcas, Vicky dem Weibchen und Keo dem Männchen, abgetrennt außerhalb der Shows. Nur während der Show waren alle drei Orcas zusammen. Und hier sind jetzt ein paar Szenen, wo eben alle drei Orcas zusammen sind. Ja, das war schon die Orca-Show. Doch schauen wir uns die Tiere mal an, das Verhalten der Tiere außerhalb der Show. Hier in diesen drei hinteren und dem vierten, dem großen hinteren Becken, da wurden die zwei Orcas, das Weibchen Vicky, 22 Jahre alt, und das Männchen Keo, 10 Jahre alt, gehalten. Übrigens, alle drei Orcas sind bereits im Marineland geboren und sind miteinander verwandt. Hier waren jedenfalls an der Tür zum Hauptbecken das Weibchen Vicky und das Männchen Keo. In dem Hauptbecken, da war das Männchen Inoke drin, das 24 Jahre alt ist. Aber irgendwie, das erinnerte mich hier nicht an
freilebende Orcas, wie sich hier Wiki und Keio verhalten haben, sondern mehr so an Korken, die auf dem Wasser treiben. Also richtiges Orca-Verhalten habe ich bei denen nicht gesehen. Das Männchen hingegen ist hier im Hauptbecken. Hier ist es jetzt zu sehen, das ist Inok, das große Männchen. Das war deutlich aktiver. Aber auch hier muss ich sagen, auch dieses Männchen, es hat doch immer dieselben Bahnen gezogen und ist auch immer an denselben Stellen aufgetaucht und hat sich auch nicht besonders schnell bewegt, sondern hat sich viel Zeit gelassen bei den Runden. Und ich bin überzeugt, dass man Elefanten, verhaltensgerecht in Zoos halten kann. Und ich glaube wirklich, dass eine verhaltensgerechte Haltung von Elefanten in Zoos möglich ist. Was Orcas angeht, muss ich sagen, dieses Verhalten, was ich hier beobachtet habe, im, soweit ich weiß, größten Valarium der Welt, das macht mir nicht den Anschein, als wenn das vollends ausgelastete und zufriedene Tiere sind. Also außerhalb der Shows, muss ich schon sagen, machten die Tiere auf mich einen doch eher etwas gelangweilten Eindruck. Ja, das war schon wieder mein Video für heute. Heute ausnahmsweise einmal nicht über Elefanten, sondern über Orcas. Aber ich war in der Nähe und ich denke, da diese Orcas abgegeben werden, ist der Anlass angemessen. Wenn das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gerne Kommentare schreiben, die lese ich in jedem Fall. Und auch gerne den Kanal abonnieren. Es ist nur ein kleiner Klick, aber es hilft dem Kanal doch sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.